So Leute, ich freue mich wieder hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, willkommen zu einer neuen Talkwoche. Wie immer montags mit einer offenen Runde, mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt hier, völlig wurscht über was, meldet euch unter 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer oder meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Selina. Selina ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Selina. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, ich habe mich verknallt. Mhm. Und der Kerl ist 28, darum mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Geht ja noch. Also ist zwar schon ein Schlag älter als du, aber geht noch. Genau. Noch im grünen Bereich. Ja. Aber? Ja. Ja, das hört sich jetzt zwar blöd an oder so, aber... Raus damit. Dein Aussehen gefällt mir nicht. Dein Aussehen gefällt dir nicht? Ja. Aber man verliebt sich doch im ersten Moment immer erstmal in das Aussehen eines anderen. Nee. Nee. Das war, weiß ich nicht. Also wir sind jetzt schon länger befreundet. Ja. Und, also wie lange seid ihr befreundet schon? 3 Jahre. Ach so. Und hast dich jetzt neu erst in ihn verliebt oder wie? Ja. Seit wann verliebt? Seit 3 Monaten ungefähr. Seit 3 Monaten. Wie hast du bemerkt, dass du verliebt bist? Wenn ich den gesehen habe, hatte ich Herzrasen, ich war am Zittern und weiche Knie und alles. In was hast du dich denn verliebt? In ihm, an ihm? In seinen Charakter, würde ich mal in sagen. Charakter. Er alles hat irgendwie, was ich mir beim Mann halt so wünsche und vorstelle. Zum Beispiel? Zum Beispiel, der will nicht alleine rausgehen, also zumindest nicht ohne mich. Ja, schon mal gut. Und ich habe einen 2-jährigen Sohn und den akzeptiert er auch total. Ja. Ja, und mein Sohn ist auch total verrückt nach dem. Ja. Ja, nur sein Aussehen, das stört mich irgendwie. So, jetzt aber nochmal zu dem Aussehen. Was stört dich da? Was ist da los? Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der hässlich ist oder so. Das ist halt so ein Mittelding. Aber, weiß ich nicht, das ist nicht so ganz, dass ich sage, boah, ja, richtig geiler Typ oder so. Ist nicht der Hammer, wenn du ihn auf der Straße sehen würdest und du würdest ihn nicht kennen, dass du sagen, dass du stehen bleibst und uns denken, wow, was für ein scharfer Typ. Würde ich nicht tun. Würdest du nicht tun? Nee, ich würde weitergehen. Wir kreisen es mal ein. Was gefällt dir denn nicht so richtig an ihm? Sein Gesicht, seine Figur oder... Nee, Figur, die ist super. Der hat einen geilen Bauch und einen geilen Po und so. Ja, aber Gesicht ist nicht so. Was ist in dem Gesicht, was dir nicht so gut gefällt? Hat er eine lange Nase? Hat er Pickel? Nee, das gar nicht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Zusammenstellung wie keine Ahnung was. Also, wenn ich es recht verstehe, ist der schon so okay. Wenn ich den jetzt sehen würde, würde ich sagen, sieht doch okay aus, Durchschnitt. Er ist nicht hässlich. Nein. Aber er ist eben nicht dein Fall, ne? Dein Geschmack. Genau. Ja, das Problem ist jetzt, ich kann irgendwie nicht ohne ihn, aber auch nicht mit ihm, weil das halt nicht so... Also weißt du, Selina, normalerweise verlieben die Menschen sich ja immer erstmal, wie ich es gerade schon sagte, aufgrund des Äußeren. Man sieht jemanden und da haut eine Granate ein und denkt, boah, wie super. Ja. Der solidere Weg, den bist du gegangen, glaube ich. Wenn man sich nämlich in den Charakter eines Menschen verliebt, das ist viel fundierter. Wollte ich eigentlich nie. Ja, eigentlich, ja. Wolltest du nie, oder wie? Du wolltest dich nicht in ihn verlieben. Nee, das nicht, aber ich wollte mich nie in den Charakter eines Menschen verlieben. Wobei das ja eigentlich gut ist. Ja, schon. Also, das Äußere ist Schall und Rauch. Das kann ganz schnell irgendwie zerplatzen. Aber wenn man einen Menschen toll findet und... so wie er innerlich gestrickt ist, sehr respektiert, ist das nur eine gute Grundlage für eine Beziehung. Man kann sich ja jemanden auch ein bisschen schön denken. Ja. Man kann sich jemanden auch ein bisschen geil denken. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grade, das ist mir schon klar. Ja. Findest du ihn denn sexuell attraktiv? Ja. Das schon? Ja. Also, um es platt auszudrücken, geil findest du ihn schon? Ja. Hattet ihr schon was miteinander? Ja. Und das war auch gut? Ja, sehr schön sogar. Sehr schön. Ich meine, war dunkel, ne? Da konnte ich dein Gesicht ja nicht sehen, also von daher. So schlimm ist das mit dem Gesicht? Mann. Ja, so schlimm, ja, weiß nicht. Das ist halt nicht mein Typ, dass ich so sagen könnte, boah, sieht der süß aus oder so. Ja. Und das stört mich schon irgendwo. Mhm.
Aber ich halte mal fest, du findest den, du hast dich in seinen Charakter verliebt. Du findest ihn sexuell, was den Körper anbelangt, auch attraktiv. Ja. Du findest den Typ einfach gut, nur sein Gesicht gefällt dir nicht so sehr. Genau. Da würde ich aber sagen, Mensch, komm, man kann nicht alles haben. Du kannst nicht den äußerlichen Superschuss haben, den Adonis, der dann auch noch innerlich ein wahnsinnig lieber Kerl ist und auf den du dann auch noch sexuell völlig abfährst. Ich meine, das ist natürlich, das ist der Sechser im Lotto, wenn man das findet. Mhm. Aber ich finde, dass viele Grundvoraussetzungen da schon gegeben sind und ich würde mich an deiner Stelle da noch mehr einlassen auf die Geschichte. Echt? Vielleicht nach noch ein paar Monaten oder so siehst du das ja gar nicht mehr so, was dich da stört. Okay. Es ist ein Experiment. Es kann natürlich sein, dass es nach hinten losgeht. Aber du hast jetzt so viele positive Sachen gesagt, dass ich sagen würde, Mensch, komm, jetzt lass dich noch weiter auf die Geschichte ein. Wie ist es denn von seiner Seite aus? Er steht voll auf dich? Ja, ich habe ja heute erst Schluss gemacht, weil ich mir da total unsicher war und so. Ach, du hast Schluss mit ihm gemacht? Ja. Wegen des Äußeren? Ja. Ach so. Ich habe denen das aber so knallhart nicht gesagt, weil das kann ich ja dann nicht. Was hast du ihm gesagt? Weiß ja dann, was hast du ihm gesagt? Verletzt. Ja, einfach nur, dass ich zu viele Probleme habe und dass ich deswegen nicht den Kopf frei habe für eine Beziehung. Und wie hat er reagiert? Ja, der stand die ganze Zeit bei mir vor die Tür und so und hat um ein Gespräch gebettelt. Mhm. Das heißt, ihm ist sehr viel an dir gelegen. Ja. Sehr viel. Also der lässt mich nicht so einfach gehen. Das hat er mir heute schon mehrmals angedroht. Mhm. Ja, das solltest du ihm vielleicht auch so nicht sagen, denn das ist schon sehr verletzend. Man sagt ja, deine Gesichtsform finde ich nicht so die schärfste und die ist nicht so ganz süß, ist nicht so ganz nett. Genau. Aber dass du dich dann dazu durchgerungen hast, Schluss zu machen, finde ich ja schon krass, muss ich sagen. Ja, aber ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich kann nicht ohne ihn, aber irgendwie stört mich dann auch sein Gesicht. Ist das denn so, hast du so eine Aversion gegen das Gesicht, dass du ihn auch gar nicht küssen magst? Nee, das nicht. Ach, küssen magst du ihn auch? Ja. Und das Küssen ist auch schön? Ja. Ach, Selina, Mensch, nimm den Kerl, das ist gut. Mach nicht so ein Gedönse. Mann. Ja, gut. Mann, der liegt wahrscheinlich todtraurig jetzt im Bett und denkt, was ist mit Selina los? Warum hat die Schluss gemacht? Weiß gar nicht, was dahinter steckt. Nee, der ist arbeiten, der kann nicht schlafen. Ja, dann macht er sich beim Arbeiten halt die Gedanken. Ruf den Kerl morgen an und sag, komm, lass uns es nochmal versuchen. Nein. Dann freut er sich und wertschätze das, wenn du einen Typ hast, der einen guten Charakter hat. Das ist schon was sehr, sehr Wichtiges und findest du nicht an jeder Ecke. Hm? Ja, das stimmt. Liebe Selina, mach's nochmal, versuch nochmal und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und E-Mail-Adresse domien@wdr.de. Das ist ja wirklich ein Problem, ne, mit dem Äußeren. Würde ich gerne mit euch vielleicht zusätzlich heute noch drüber sprechen. Wie ist denn das bei euch? Wie entscheidend ist das Äußere, um einen Menschen zu lieben? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man jemanden sehr lieben kann, obwohl man vielleicht auch gar nicht so sehr auf das Äußere steht. Natürlich müssen gewisse Grundkoordinaten stimmen, das ist klar. Das kann man ja nicht wegreden. Aber ich glaube, wenn man so vom Herzen her und von der Seele her jemanden sehr schätzt und mag, kann das schon alles überschatten. Und das ist irgendwie wichtiger. Wie denkt ihr darüber? Ruft an 0800 220 5050. Ulrike ist hier. Ulrike ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Ulrike. Jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Ja, aber schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir, Ulrike? Ja, es geht um meinen Mann. Mit dem bin ich jetzt im kommenden Sommer 3 Jahre verheiratet und ich vermute da das Asperger-Syndrom. Ich habe das herausbekommen durch eine Freundin, die einen Neffen hat, der eben auch unter diesem Syndrom leidet. Das sind so Zuckungen? Nein, das Asperger-Syndrom wird bezeichnet als das dazwischen des Normalen und des Autismus. Ach so, genau, ich habe es verwechselt. Entschuldige. Ja, ich habe es verwechselt. Und zwischen Normal und Autismus. Also jemand, der sehr in sich verschlossen ist und sich verkapselt. Ja, so regelrecht in seiner eigenen Welt, ne? Genau. Und sie hatte mir dann halt so ein paar Internetadressen gegeben und ich habe dann halt mal nachgelesen und das trifft wirklich so fürchterlich viel zu. Und ja, wie hast du das bemerkt? Was sind die Anzeichen? Ja, also das absolute Anzeichen ist einfach seine Schwäche. Dass wenn jetzt zum Beispiel mal irgendwie eine Familienfeier war, dass er also wirklich hinterher 2 Tage lang
vollkommen lädiert war. Also er war wirklich nicht in der Lage zu sprechen. Er musste sich ausruhen. Er konnte also wirklich nur sitzen und Fernsehen gucken, vielleicht mal lesen. Du glaubst, weil ihn das so mitgenommen hat? Ja, genau. Das hat ihm so viel Kräfte gekostet. Genau, einfach so diese Menschenaufläufe. Ist er denn während dieser Geburtstagsfeiern oder Feierlichkeiten, kommuniziert er denn normal? Überhaupt nicht. Also er sitzt nur da und spielt mit seinen Fingern und hört zu und ist wie abgetreten. Also natürlich, wenn man ihn jetzt was fragt, dann reagiert er auch, aber kann sich da halt dann auch nie irgendwie richtig ausdrücken. Und sagt er denn, wenn ihr denn alleine seid und du sprichst ihn an und du fragst, war dir das zu viel, ist dir das unangenehm, kann er das dann ausdrücken? Schlecht, sehr, sehr schlecht. Also er kann halt auch überhaupt absolut gar nicht über seine Gefühle reden. Er hat Probleme mit Berührungen. Er kann Berührungen nicht geben und kann sie auch nicht gut nehmen. Es sind also wirklich sehr viele Dinge, die da jetzt also so zusammengekommen sind. Das hat sich so allmählich entwickelt. Genau, ja. Das war als ihr euch kennengelernt habt vor ein paar Jahren, war das noch nicht so. Doch, auch schon. Aber da habe ich halt einfach gedacht, weil er halt vor mir noch keine Freundin hatte, habe ich halt das einfach auf seine Schüchternheit geschoben, beziehungsweise auf so eine Unsicherheit regelrecht verklemmt. Habe das vielleicht auch auf ein schlechtes Elternhaus geschoben, weil seine Eltern also wirklich auch sehr dominant sind und sehr herrschsüchtig. Und habe halt einfach gedacht, naja, okay, er ist einfach so ein Produkt seiner Eltern. Wie ist es denn so, wenn du sagst, er kann so schlecht auch so körperlich aus sich herausgehen, er kann keine Berührungen ertragen oder geben. Wie geht ihr denn dann miteinander um, ihr beiden? Zurzeit gar nicht. Also es ist, ich sag mal, im Bett ist es also von Anfang an so gut wie nie irgendwas gewesen. Mhm. Also es ist mal ein halbes Jahr zwischendurch gewesen, da war es recht regelmäßig und das war dann auch okay. Aber jetzt ist es auch schon wieder, also bestimmt bald ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gar einmal, nichts, dass wir zusammen geschlafen haben. Und sprecht ihr darüber? Oder ist dir das unangenehm mit ihm? Also jetzt spreche ich gar nicht mehr drüber. Also ich habe das einfach aufgegeben. Anfangs habe ich das sehr häufig angesprochen, dass ich da einfach wirklich ein riesengroßes Problem sehe, weil das für mich einfach auch sehr wichtig ist in einer Beziehung. Klar, ja. Und er hat das einfach auf seine Unsicherheit geschoben. Er hat also irgendwie versucht, da irgendwas zu vertuschen, dass eben mit ihm irgendwas nicht stimmt. Und ich meine, er merkt das ja auch, dass er anders ist, aber er gibt es halt nicht zu. Das wollte ich jetzt nochmal fragen. Woher weißt du, dass er das merkt? Woher weiß ich das? Ich denke, man merkt es ihm an. Es ist einfach, dass er dann einfach abblockt. Wenn zum Beispiel so ein Geburtstag ansteht, das muss für ihn dann ja eigentlich ein Horrorszenario sein, wenn er sich das vorher vorstellt. Ja. Sagt er das dann eigentlich, möchte ich das nicht? Oder bemerkst du, dass er schon verspannt? Nein. Er tut es dann einfach den anderen Familienmitgliedern zuliebe, seinen Eltern oder seiner Tante, wie auch immer, um eben die nicht zu verletzen und zu sagen, ich will ja eigentlich gar nicht. So, jetzt hast du die Vermutung aufgrund der Informationen, die du bekommen hast, dass das eventuell diese Erkrankung sein könnte, die hin in den Autismus geht. Ja. Hast du ihm das mal gesagt? Nein, ich traue es mich nicht. Also es ist halt, dass wir jetzt also bestimmt seit mindestens 2 Monaten eigentlich so gut wie gar nicht mehr reden. Er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist halt einfach so, dass ich so viel Kraft investiert habe in diese Beziehung. Ich gehe halt auch arbeiten im Winter teilweise bis zu 16 Stunden. Und es ist halt einfach alles zu viel für mich. Und nun ist das ja so eine Ferndiagnose von dir. Ne? Sicher ist es ja nicht. Nein. Halt auch da würde ich halt auch nie jetzt irgendwie, ich weiß es nicht hundertprozentig und ich weiß halt aber auch nicht, an wen kann ich mich wenden, um das eben zu diagnostizieren und eben wirklich zu sagen. Gut wäre es natürlich, wenn er von sich aus vielleicht die Initiative hätte, nach dem Motto, ich fühle mich irgendwie nicht so gut und ich gehe zu einem Psychiater. Wird er nicht machen? Nein. Und wenn du mal zu einem Psychiater gingst und das alles so erzählst, ich bin nur kein Arzt, ich kann dir ja da überhaupt keine medizinischen Ratschläge geben. Ja. Aber wenn du zu einem Arzt gingst, oder vielleicht erstmal der Hausarzt, der dich dann vielleicht weiterleitet an einen entsprechenden Fachmann. Also ich denke halt, dass dieses Asperger-Syndrom ja wirklich noch nicht sehr lange bekannt ist, beziehungsweise auch viel drüber bekannt ist, dass es da wahrscheinlich wirklich nur einige wenige Fachmänner gibt. Und ich habe da einfach Angst vor, da jetzt irgendwie irgendwo zu landen, sage ich mal, die mir dann gar nicht weiterhelfen können, die mich einfach vielleicht sogar für verrückt erklären und sagen, ich bilde mir das einfach ein, ja.
Ach, das glaube ich nicht. Also wenn du zu einem Arzt deines Vertrauens gehst und das erstmal so erzählst, wie du mir das erzählst, ist das ja durchaus legitim, wenn du als Ehefrau so einen Schritt unternimmst. Wenn du vermutest, dass es dieses Syndrom ist, kann man ja vielleicht auch im Internet rauskriegen, wer sich da sehr intensiv mit beschäftigt. Ob es vielleicht sogar in deiner Gegend einen Spezialisten gibt. Ja, gibt es nicht. Nein, da habe ich also schon geguckt. Weil wir halt auch wir wohnen im Harz und das ist halt, ja, der Harz ist halt ein bisschen rückläufig und da gibt es halt nicht wirklich Fachmänner für sowas. Auf jeden Fall, ich höre da raus, dass du Angst auch um eure Beziehung hast. Nein. Nee, das nicht. Also das habe ich aufgegeben. Was hast du aufgegeben? Die Beziehung. Die hast du aufgegeben? Die habe ich aufgegeben, ja. Also du hast die Beziehung schon aufgegeben? Ja. Du hast die Ehe quasi aufgegeben? Ja. Das ist halt einfach das, weil ich einfach weiß. Das heißt, du bist einfach nur noch bei ihm aus Loyalität und Mitleid? Genau. Ja, genau. Und das ist halt einfach auch sehr schlimm. Und mir geht es damit schlecht und ihm geht es damit schlecht. Natürlich, ja, natürlich. Gut, er weiß das nicht, dass ich nur noch aus Mitleid mit ihm zusammen bin. Aber habt ihr Kinder? Nein. Ich meine, er weiß, oder vielmehr, ich weiß einfach, dass er auch nicht alleine mit seinem Leben klarkommen würde. Er würde niemals alleine wohnen können und alles alleine regeln können. Da ist er einfach nicht in der Lage zu. Deswegen kann ich auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt Schluss und hier bitte zieh aus, das ist meine Wohnung und geh. Ja, das ehrt dich sehr, dass du so mit deinem Ehemann umgehst. Manch einer wäre vielleicht gegangen, schon hat gesagt, ich kann halt das nicht mehr aus, das zehrt meine Kräfte auf. Ja, aber dazu bin ich einfach wirklich zu tolerant und einfach auch, ich mag ihn als Mensch einfach sehr gerne. Ja schon, aber du opferst ja im Moment dein ganzes Leben deinem Mann. Ja, ich opfere meine ganze Kraft. Vermutlich eine Erkrankung. Ja. Seit wann hast du denn die Ehe aufgegeben schon? Also die habe ich eigentlich schon sehr lange aufgegeben, aber ich sag mal so, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und ich habe halt immer noch irgendwie gedacht, vielleicht und vielleicht geht es ja doch noch, aber es ist eben jetzt, seitdem mir das einfach so klar ist und dieses Gefühl einfach, dass er einfach eben wirklich unter diesem Syndrom leidet. Ja, aber, das ist einfach sehr du hast bisher noch nie mit einem Mediziner gesprochen. Nein. Das finde ich, musst du machen, Ulrike. Das finde ich ja. Also ich biete dir jetzt auf jeden Fall gleich das Gespräch noch mit meiner Psychologin, mit der Sabine an. Ja, sehr gerne. Vielleicht könnt ihr auch gemeinsam nochmal beraten, wo du dich da gezielt hinwenden solltest, um Informationen zu sammeln. Weil ich jetzt halt auch einfach nichts verkehrt machen will, um ihn eben nicht noch mehr zu kränken und zu verletzen, weil ihm geht es schlecht genug. Ja, aber so wie ich es verstanden habe, bist du zwar da und das ist auch sicher für ihn wunderbar, aber letztendlich hilft es ihm im positiven Sinne nicht weiter. Auf keinen Fall. Insofern wäre es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, dass er irgendwie, vielleicht ganz behutsam, irgendwann doch in ärztliche Hände kommt. Ja, auf jeden Fall. Aber dafür brauchst du viel Fachwissen und einen fachmännischen Partner an deiner Seite. Ja, eben. So. Und das versuchen wir dieses Mal ein bisschen zu helfen. Dass du das tun solltest, das finde ich auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, für ihn, aber auch für dich. Ja, weil ja, du trägst ja eine ungeheure Last und eine Verantwortung auch, die du kannst. Das kannst du bis 28 Jahre alt, Mann. Und du hast deinen Beruf auch noch nebenher, sagst du, ne? Ja. Und das ist halt einfach, dass ich selber mit mir wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig im Grünen bin und müsste eigentlich an mir selber wirklich viel arbeiten. Aber mir fehlt einfach die Kraft, mir fehlt der Antrieb, irgendwas zu unternehmen. Ich schaffe einfach nicht mehr. Ja. Ulrike, wir machen das so. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an und dann könnt ihr alles weitere im Detail besprechen. Super, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir Themennacht. Es ist ja wieder Dienstagmorgen und da heißt unser Thema, ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Ja, ich möchte gerne vielleicht reden mit Leuten, die von einem Hund schwer angefallen wurden und die vielleicht von einer Zecke vor vielen, vielen Jahren gebissen wurden und im Nachhinein schwer erkrankt sind daran. Oder vielleicht die eine Biene oder eine Wespe verschluckt haben und dadurch schwer geschädigt wurden oder vielleicht in Lebensgefahr geraten sind oder vielleicht auf irgendeiner Fernreise von einem wilden Tier angegriffen worden sind. Was auch immer. Es gibt sicher eine ganze Menge Sachen, wo ein Tier gravierend in ein Leben eingreifen kann. Also ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mitmachen wollt und heute euch schon anmelden möchtet, dann könnt ihr das gerne machen unter domian@wdr.de. Hier ist Janine. Janine ist 28. Guten Morgen. Hallo. Hallo Janine. Also ich möchte noch zuerst zu der
Wie war die Anruferin am Anfang? Celine? Selina. Da möchte ich noch dazu was sagen. Nobody is perfect. So, ne? Niemand ist ja perfekt und sie bestimmt ja dann auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Also sollte sich den Jungen krallen. Bist du auch meiner Meinung? Absolut. Und ich finde es wichtiger, also wenn ich auswählen könnte, ist mir ein guter Charakter wichtiger als ein scharfes Aussehen. Ja, das sowieso. Ne, das scharfe Aussehen. Sich ja auch irgendwie untereinander verständigen und unterhalten. Ja. Ja, also ich hatte das Aussehen eigentlich dann zweitrangig. Wobei, es muss natürlich ein bisschen schon stimmen, ne? Wenn man... Ja, in gewisser Hinsicht. Aber sie hat ja zu mir gesagt, dass sie sich auch gerne mit ihm küsst. Und das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie nicht gerade Plack kriegt, wenn sie... Ja, deswegen verstehe ich auch nicht ganz, wieso sie sich so sehr dagegen sträubt, gegen sein Gesicht. Vielleicht kriegt sie es ja jetzt wieder hin und... Ich hoffe es für sie. Wir hoffen es alle. Janine, was ist dein Thema? Ach je, also ich muss dazu sagen, ich rufe aus dem Krankenhaus an. Ach du Arme, du bist krank. Ja. Was hast du? Also ich bin da jetzt seit 3 Wochen, ich wurde am Fuß operiert. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin Diabetikerin. Mhm. Und ich habe von dem Zucker her schon die Spätfolgen. Ja, das heißt du? Das heißt, bei mir sind in den Füßen die Nerven schon völlig kaputt, ja. Sodass ich da keine Schmerzempfindungen mehr habe. Mhm. Das heißt, wenn ich mich da irgendwie verletze, dass ich das dann überhaupt nicht mehr merke. Ach, und das ist eine Spätfolge, jetzt schon in deinem Alter eine Spätfolge des Zuckers. Wie lange hast du die Diabetes? Also ich habe sie seit 11 Jahren. Mhm. Mhm. Ich muss halt dazu sagen, wo das damals bei mir festgestellt worden ist, habe ich da nicht die ärztliche und familiäre Unterstützung gekriegt, die ich eigentlich damals dringend nötig gehabt hätte. Ja, das heißt, es ist eine ganze Weile so verschludert worden, das Ganze. Oh ja. Oh ja. Diese Operation jetzt, hängt die auch mit der Diabetes-Erkrankung zusammen? Warum? Was wurde genau operiert? Also ich bin zuerst in eine Glasscheibe reingetreten. Mhm. Und durch das, dass ich das nicht gemerkt habe, dass da ein Fremdkörper drin ist, hat sich der ganze Fuß entzündet. Ach, du hast das gar nicht gemerkt, dass du reingetreten bist? Nein. Mhm. Mhm. Ich habe das erst gemerkt, wo der Fuß angeschwollen ist und die Entzündung schon da war. Antibiotika hat nicht mehr angeschlagen. Mhm. Und dann wurde ich im September das erste Mal am Fuß operiert. Ja. Musste dann zwischenzeitlich in die Augenklinik, weil ich auf dem linken Auge fast blind bin. Auch eine Folge der Zuckererkrankung? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und dadurch war der Fuß nicht mehr in ärztlicher Behandlung. Mhm. Dadurch ist eine neue Entzündung entstanden. Mhm. Und jetzt mussten sie von mir vor 2,5 Wochen ungefähr mehr einen Zehen abnehmen. Oh. Oh. Weil ein Zeh? Ja. Welchen Zeh? Das ist der 4. vom Daumen her, also vom großen her gesehen. Mhm. Ja. Und aufgrund dessen, dass du kein Schmerzempfinden hast, hast du jetzt auch keine nachoperativen Beschwerden? Nee. Mhm. Also jeder andere normale Mensch, sage ich jetzt mal, der würde bestimmt mehr oder weniger schreien vor Schmerzen. Oder wahrscheinlich ganz starke Schmerzmittel bekommen, die du vermutlich dann gar nicht brauchst. Nee. Bis wohin geht denn dieses Taubheitsgefühl? Ist es in den Füßen, auch geht es auch hoch bis zum Knie? Nicht ganz bis zum Knie. Mhm. Also es ist schon im Unterschenkel drinnen, aber nicht ganz bis zum Knie. Die Hälfte ungefähr. Ist denn diese Sache jetzt mit der Scherbe und den daraus resultierenden Problemen, ist das jetzt durch die Amputation gelöst? Ja, da ist halt jetzt eine ziemlich offene Wunde und das muss jetzt halt alles von alleine wieder zugehen und das dauert halt noch ziemlich lange. Und soweit ich informiert bin, ist es bei zuckerkranken Menschen auch so, dass der Heilungsprozess sehr kompliziert ist und langwierig ist. Mhm. Das ist richtig. Wenn du in deinem Alter schon so schwer zuckererkrankt bist, wie ist deine Perspektive? Hast du Angst vor noch schlimmeren Folgeerscheinungen? Ja. Die könnten sein? Wie zum Beispiel, dass ich mein Augenlicht verliere, also dass ich blind werde, völlig. Mhm. Und ja, das ist eigentlich meine größte Sorge. Mhm. Was machst denn du vom Beruf? Ich habe Erzieherin gelernt. Ja, geht das noch? Kannst du das noch aus? Nee. Das heißt, du bist im Moment zu Hause? Ja. Würdest du gern nochmal irgendwas umschulen oder musst du dich abfinden, jetzt erstmal eine Weile nichts zu machen?
Also ich kann jetzt aufgrund von meinem Fuß eine ganze Weile nichts mehr machen. Mhm. Aber so über den Umschwung habe ich eigentlich alles gerade noch gar nicht so nachgedacht. Mhm. Wie sehen denn die therapeutischen Maßnahmen aus? Was kann man machen oder was tust du? Ja, ich muss halt gucken, dass ich regelmäßig ärztlich versorgt werde. Mhm. Aber musst du dir selbst so eine Spritze jeden Tag setzen? Ja, das musst du. Mehrmals am Tag. Wie viel Mal am Tag? So zwischen 6 und 8 Mal. Zwischen 6 und 8 Mal? Ja. Wohin setzt du die Spritze? Im Bauch. In den Bauch. Jeden Tag 6 bis 8 Mal? Eine, ja. Ist das so ein Spritzautomat? Ja, also das sieht aus wie ein Kugelschreiber. Ja, und dann pitcht man da so rein. Ja, genau. Mhm. Aber dennoch stelle ich mir vor, dass der ganze Bauch voller Einstichwunden ist. Und nee, eigentlich nicht, wenn man das richtig macht. Mhm. Und nee, das sieht man das eigentlich kaum. Wie sieht denn das sonst zu deinem Alltag aus? Ich kann mir vorstellen, dass du dann auch eine äußerst strenge Diät einhalten musst. Ja, das ist auch so ein Ding mit dem Essen. Im Grunde genommen kann ich eigentlich alles essen. Es muss sich halt in einem gewissen Rahmen halten. Mhm. Also du kannst auch schon mal ein Stück strenge Diät halten muss, das ist nicht so. Das ist nicht so. Du kannst sogar mal ein Stück Torte essen oder Kuchen. Ja. Das geht. Ja. Mhm. Zwar nicht immer, aber es sollte halt im Rahmen bleiben. Ja. Ja. Hast du einen Freund? Nein. Nein. Schon länger nicht? Knapp ein Jahr. Ja. Hast du das Gefühl, dass das damit auch zusammenhängt, dass die Krankheit dich irgendwie mittlerweile so in Beschlag genommen hat, dass du dich dann... Also jetzt im Moment, wo es mir so schlecht ging und es geht ja jetzt schon seit 4 Monaten so, seit dem Zeitraum. Mhm. Aber vorher... Aber vorher war ich auch sexuell ziemlich aktiv noch. Also es schlägt auf die sexuelle Lust, schlägt diese Erkrankung nicht. Nee. Das heißt, wenn die Sache mit dem Fuß wieder hoffentlich bald reguliert ist, könnte durchaus wieder so ein relativ normales Leben Einzug halten bei dir. Ja. Ja. Mhm. Aber es dauert jetzt halt ziemlich lange. Gerade durch das, dass ich jetzt in den letzten 4 Monaten permanent im Krankenhaus war und ich habe halt niemanden zum Reden. Wo halt da jemand da ist. Ja, gibt's keine Eltern, die dich besuchen? Das schon, bloß die wissen halt nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Aber die wissen... Mit meiner Erkrankung. Achso, die sind ganz verspannt und können sich gar nicht... Ja. Die sind unsicher und können... Ja. Das heißt, du kannst also da nicht offen... Also kriege ich mehr oder weniger bloß Mitleid entgegen. Was natürlich nicht hilfreich ist. Nee. Das heißt, so offen reden, wie wir das jetzt tun, kannst du mit deinen Eltern gar nicht. Nein. Gibt es keine Freundinnen oder alte Bekannte von früher? Da haben mich die meisten aufgrund dessen jetzt im Stich gelassen. Oh, das ist bitter. Ja. Das ist bitter. Das heißt, de facto stehst du wirklich alleine da. Ja. Mhm. Mhm. Hast du denn mal überlegt, ich meine, das ist ja ein ganz guter Punkt, immer um irgendwie Kontakte und Freundschaften zu knüpfen, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Eine Diabetiker-Selbsthilfegruppe. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber hier in meiner Nähe gibt es halt in der Hinsicht nicht. Gucken wir gleich mal. Wir sind ja ganz gut ausgerüstet mit den ganzen Adressen. In welcher Gegend wohnst du ungefähr? Baden-Württemberg, also Stuttgart. Ja, da wird es mit Sicherheit was geben. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Es fällt mir gerade so ein, weil du halt da mit Betroffenen zusammen bist. Mhm. Da ist allen klar, was jeder hat. Und da gibt es auch junge Leute. Diese Krankheit betrifft ja eben auch junge Menschen. Und immerhin kann das vielleicht so ein Multiplikator sein, dass du darüber dann wieder jemanden kennenlernst. Und weil bestimmt... Schlecht läuft nicht. Ja, ich glaube auch, wie bei jeder Erkrankung, ist es sicher auch bei dieser Erkrankung so, dass die Seele auch eine Rolle spielt. Oh ja. Ne? Wenn die Seele durchhängt, ist alles schlecht. Wenn du froh bist und es dir ganz gut geht seelisch, kann man auch mit so einer schweren Erkrankung besser umgehen. Ja, das stimmt. Machst du dir darüber Gedanken, wie zum Beispiel die Lebenserwartung ist bei dieser Erkrankung? Ja. Wie ist sie? Also aufgrund dessen, was ich jetzt schon für Spätfolgen habe, in meinem Alter
habe ich eigentlich schon panische Angst, dass ich da, dass es halt noch schlimmer wird statt besser. Mhm. Also die Angst ist wahrscheinlich, dass, genau wie du sagst, dass es erstmal viel schlimmer wird. Da denkt man noch nicht an den Tod, aber das ist... Oh, über den mache ich mir auch schon Gedanken. Mhm. Also ich finde das mit der Selbsthilfegruppe, fände ich super wichtig, Janine, weil du da alles so Sachen mit Leuten besprechen kannst. Die haben vielleicht auch ganz gute Verbindungen, wenn du einen Therapeuten mal suchst oder eine Beratungsstelle oder so. Da sind immer Gleichgesinnte, die man auch mal anrufen kann. Das wäre hilfreich. Also ich wünsche dir jetzt natürlich erstmal, dass du mit den Füßen wieder richtig auf den Boden kommst, dass da alles gut verheilt und alles richtig wieder wird. Ja, ich hoffe auch. Aber dann ist es natürlich wieder sehr wichtig, wenn du aus dem Krankenhaus rauskommst, dass du irgendwie vernetzt wirst unter Menschen. Ja, weil wenn ich da dann wieder ganz alleine bin. Ist fürchterlich. Und dann in meiner Wohnung, also ich glaube nicht, dass... So, Janine, jetzt werden wir mal im Hintergrund, das heißt, meine Psychologin wird jetzt mal die dicken Wälzen hier und durchblättern und gucken, ob wir dir behilflich sein können. Ich bin fast sicher, also im Großraum Stuttgart und Umgebung gibt es das hundertprozentig. Das ist eine Volkskrankheit, Diabetes. Oh ja. Ja, das haben so viele Menschen. Ich habe jetzt sogar vor kurzem erst gelesen, dass es die 5 häufigste Todesursache sein soll. Ja. So, jetzt wünsche ich dir erstmal gute Genesung. Dankeschön. Und ich finde, dass du einen sehr tollen und tapferen Eindruck machst. Und das geht auch noch weiter bergauf, da bin ich ganz sicher. Daran halte ich mich fest. Ja, und wenn dann vielleicht das noch klappt mit einigen Bekannten und so, dann wäre es sicher sehr schön und sehr gut für dich. Janine, du legst bitte auf. Zum Schluss noch eins, Domian. Bitte. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber ich bin auch diejenige, die vor anderthalb Jahren ungefähr mit dem Fotografen, der schon über 60 ist, geschlafen hat? Ja, ganz vage, dämmert was, ja, ja. Ich war damals 27. Ja, 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 ja. Und ich habe mich da auf eine Anzeige hin dann bei ihm gemeldet. Du warst es also. Ja. Vertiefen wir jetzt aber nicht nochmal, ne? Nee. Ich wollte nur mal gucken, ob du dich noch dran erinnerst. Vage. Also ich brauche immer so ein paar Stichworte. Älterer Fotograf und junges Mädel, da hat es jetzt bei mir geklickt gemacht. Und geschnackelt. Ja, geschnackelt. Janine, du legst bitte auf und wir rufen dich in der nächsten Zeit, also nicht gleich sofort, aber in den nächsten Minuten zurück. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Heute Nacht haben wir die Nacht der 28-Jährigen, weil wir jetzt wieder eine 28-jährige Frau haben, nämlich die Silke. Hallo Silke. Hallo. Hallo Silke. Ja, und zwar mein Thema ist, dass ich seit über 10 Jahren unglücklich verliebt bin. Boah, seit über 10 Jahren? Ja, das gibt es doch gar nicht. Seit ich 16 bin. In wen? Bitte? Ja, also in einen älteren Mann, der ist jetzt schon über 50 und er wohnt bei mir im Ort und und ich komme halt nicht von ihm los. Also ich kann... Was heißt denn verliebt? Habt ihr zumindest eine Verbindung? Nein, überhaupt keine. Überhaupt keine? Also er weiß das auch nicht. Das Problem ist auch, er ist verheiratet und hat 2 Kinder und ja, und er ist halt auch glücklich in seiner Ehe, schätze ich mal. Und wie nah kennst du ihn denn? Also ich kenne ihn im Prinzip nur flüchtig. Also du hast dich noch nie mit diesem Mann getroffen? Ja, zufällig mal. Ich habe mich einmal mit ihm unterhalten und da hat es halt bei mir gleich gefunkt, weil... Aber da warst du 16? Ja, ja. Und da war der auch schon weit in die 40? Ja, also der ist so alt wie mein Vater. Und ich habe das anfangs für einen Vaterkomplex gehalten, aber jetzt, wo ich halt schon 28 bin, habe ich das... Irgendwie halte ich es nicht für möglich, dass es das sein kann. Ja, aber du hast dich in all diesen Jahren, gab es nie eine wirkliche Verabredung zwischen dir und diesem Mann? Nein. Kein Essen, kein Kino, gar nichts? Überhaupt nichts, nein. Das habe ich mich einfach nicht getraut. Du siehst den ab und zu mal in der Stadt, auf der Straße und das war's dann? Ja, auf der Straße und ich passe auch manchmal auch den Moment ab, wenn er von der Arbeit kommt oder so, dass ich ihn dann sehe und das ist halt für mich dann auch ein Glücksgefühl und da ist jetzt auch eine richtige Abhängigkeit irgendwie entstanden. Also, redest du mit dem manchmal? Wenn du ihn jetzt so siehst? Nein, das traue ich mich gar nicht. Das ist einfach die Hemmschwelle zu groß. Entschuldige, das geht seit 10 Jahren so? Also seit 12 Jahren fast dann schon? Ja, ja.
Hast du denn zwischendurch immer einen Freund gehabt? Also ich habe zwischendurch schon mal Beziehungen gehabt, aber nichts Festes, weil ich einfach immer wieder die Männer mit ihm verglichen habe irgendwo auch und also, weil die mir das nie geben konnten, was ich eigentlich immer gesucht habe. Und was suchst du denn? Tja, also auf jeden Fall jemand, der so einen tollen Charakter hat wie dieser Mann, in den ich verliebt bin. Aber den kennst du doch gar nicht. Ja, ich habe mich halt zweimal mit ihm unterhalten und dann ist bei mir einfach was hängen geblieben, wovon ich irgendwie nicht mehr losgekommen bin. Ja, Moment. Ja, aber was ist da hängen geblieben? Den tollen Charakter kann man nicht bei zweimal erkennen. Ja, aber seine Art und Weise, seinen trockenen Humor und... Von zweimal? Ja, ja. Sein Einfühlungsvermögen, sein... einfach alles, auch ein bisschen sein Charme, sein Äußeres und... Aber Silke, das könntest du mir erzählen, wenn du den sehr oft erleben würdest. Aber das kannst du mir nicht erzählen, wenn du jemanden zweimal getroffen hast. Da kann man dann vielleicht das Auftreten, das Lachen, den Charme so ganz sympathisch von jemandem finden. Aber man kann daraus keine tieferen weiteren Schlüsse ziehen. Das ist doch absurd. Ja gut, ich habe auch sehr viel über ihn herausgefunden. So. Also jetzt von anderen auch, die ihn kennen. Und ja, und das ist einfach irgendwie... Okay, aber das ist alles, letztendlich baust du dir in deinem Kopf alles so zurecht. Ja, sozusagen. Mhm. Und es ist für mich einfach irgendwo mein Traumtyp, den ich ja schon seit dieser langen Zeit auch ja vergöttert habe oder... Weißt du, was das für ein Fall ist, was du jetzt gerade schilderst? Du könntest mir jetzt genauso gut sagen, ich bin in irgendeinen Schauspieler, in einen Moderator verliebt im Fernsehen. Mhm. Genau dasselbe ist das. Und das ist immer fatal, wenn Menschen das sind. Mhm. Weil man erreicht diese Personen nicht... Wahrscheinlich wirst du diesen Mann auch nicht erreichen. Das weiß ich auch. Rational gesehen weiß ich das auch. Und man baut sich, was ich noch wichtiger finde, man baut sich immer so ein Idealbild von dieser Person. Hm. So wie die Person einem am besten gefällt. Und darin verliebt man sich dann. Ja. Und verrennt sich natürlich da rein. Hm. Ich finde das hochbedenklich, muss ich dir sagen, wenn du seit 10 Jahren dein Leben mit so einer Illusion blockierst. Und es ist eine reine Illusion. Klar. Aber ich komme nicht von los. Das ist das Problem. Ja, aber ich habe auch den Eindruck und ich glaube auch, dass du überhaupt nicht davon loskommen möchtest. Und dass du auch noch nie wirklich versucht hast, dagegen anzugehen. Nee, habe ich auch nicht. Aber warum nicht? Ja, weil es hat sich bis jetzt noch nie Grund gefunden. Also ich bin jetzt auch berufstätig hier in der Gegend. Ja, aber der Grund, Silke, ist ja der Grund ist doch, dass du diesen Menschen, dass du diese Liebe nicht leben kannst. Natürlich nicht, das ist klar. Das von meinem Verstand her weiß ich das auch. Das ist völlig klar für mich. Oder aber vom Gefühl her, das ist ja, ist mir schon klar. Das klar. Aber das Gefühl kann man auch durch den Verstand etwas bewegen, sagen wir mal so, und beeinflussen. Oder du würdest die ganze Sache auflösen, indem du ihn ansprichst. Ach du Schande, das ist. Ja, dann, das wäre vielleicht die beste Therapie für dich, weil du dann kapieren würdest, nee, das ist es nicht. Je nachdem, wie der reagiert. Hm. Ich glaube, das würde ich mich nie überwinden, das würde ich mich nie trauen. Weißt du, was ich glaube, warum du das auch dich nicht trauen würdest? Weil du dann eventuell so eine schöne, kuschelige Illusion, in der du ja jetzt seit 10 Jahren lebst, platzen würde. Und du würdest ganz kalt im Regen stehen in einer Realität. Und jetzt bist du so wunderbar abgesichert in all deinen Träumen. Ja, mag sein. Wahrscheinlich stellst du dir auch 1000 schöne, romantische Sachen vor, die du mit diesem Mann... Klar. Ja. Ja, ist so. Ne? Das ist ein Riesengebäude. Wenn wir beide jetzt ganz viel Zeit hätten, könntest du mir irrsinnig viele Sachen erzählen, was du dir schon ausgemalt hast, mit ihm zu tun. Ja, klar. Mhm. Und das würde dann alles zusammenfallen unter Umständen. Ja. Und davor hast du Angst. Ja, klar. Und ich wäre in diesem Fall aber für die rabiate Methode, weil letztendlich du dein Leben verschwendest, deine Lebenszeit. Die kriegst du nicht mehr wieder hinterher. Irgendwann bist du 30 und musst dir sagen, Mensch, ich habe die ganzen 20er Jahre meines Lebens habe ich mit einem Hirngespinst zugebracht. Klar, wenn du das so sagst, dann ist das auch wirklich, ja, es ist im Prinzip so, aber vom Gefühl her ist das irgendwie, Verstand und Gefühl, das lässt sich irgendwie schlecht übereinbringen. Ich habe das auch schon versucht, indem ich ein bisschen weiter weggezogen bin, aber ich bin immer wieder zurückgekommen und wenn es nur das Wochenende war... Ja, aber weil du auch nicht kämpfst dagegen. Das ist genauso, man kann es vielleicht auch sogar mit einer Sucht vergleichen. Ja, aber man kann sich einer Sucht hingeben,
Und man kann aber auch wie ein Tier und ein Teufel gegen die Sucht kämpfen, mit vielen Rückschritten und vielleicht auch Niederlagen. Aber das hast du bisher noch nicht getan. Ja, stimmt. Wer weiß denn von dieser Geschichte überhaupt? Also eigentlich nur meine Schwester, die am nächsten mit mir zu tun hat. Ja, was sagt deine Schwester darüber? Ja, meine Schwester sagt auch, die sagt auch ständig, du hast da keine Chance, irgendwie da eine Beziehung mit ihm zu führen. Das weiß ich auch, aber die weiß auch, glaube ich, gar nicht, wie ernst das ist, was ich mir eigentlich da schon verbaut habe mit vielleicht den richtigen Mann auch zu finden. Ja, und so. Stopp, das halten wir mal fest, das ist ein super wichtiger Satz, den du da gesagt hast. Ja. Was ich mir da verbaut habe, vielleicht den richtigen Mann zu finden. Ja, habe ich vielleicht. Aber total, sage ich dir. Nicht nur vielleicht, du hast es dir total verbaut. Ja, es ist so, dass ich vielleicht doch noch mal ein Studium beginnen möchte. Und ich habe jetzt auch panische Angst, dass ich hier in der Nähe nichts bekomme, einen Studienplatz, und dass ich dann ja hier weg muss. Da habe ich auch irgendwie Angst vor. Auf der anderen Seite möchte ich auch gerne weg, was anderes kennenlernen, andere Menschen kennenlernen. Aber vielleicht nimm das doch als Chance, dass das Schicksal dich dann wirklich woanders hinspült, in eine andere Stadt, und es dir vielleicht da einfacher fallen wird, einfach einen neuen Lebensschritt zu gehen. Aber ich weiß es halt nicht, ob ich das aushalten soll. Doch, das wirst du aushalten. Die Sehnsucht oder so. Ja, das wird am Anfang hart werden, aber das hältst du aus. Das ist wahrscheinlich wie ein Entzug oder ja irgend sowas. Ja. Also ich sag's mal, ich finde das richtig, richtig ernst, was du erzählt hast. Und ich glaube, dass du dir sehr wenig Gutes damit tust, um nicht zu sagen, nur Schlechtes damit tust. Der Umzug in eine andere Stadt, möglichst sehr weit weg zum Studium, ist, finde ich, super. Finde ich extrem super. Super fände ich auch, aber das ist die ganz härteste Methode, das ist nicht jedermanns Sache, die Konfrontation, das heißt mit dem Mann reden. Das ist natürlich, das ist sehr heftig. Manchen hilft sowas. Es gibt Typen, das ist eine Typfrage. Ja. So, und die dritte Variante ist, wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann hol dir professionelle Hilfe. Ja, ich bin ja schon seit einem halben Jahr in Therapie. Hast du dem Therapeuten das erzählt? Nee. Ach, Mensch. Hier erzählst du es ganz locker, flockig mal eben in ein paar Minuten alles, und dem Therapeuten, wo du so lange schon bist, erzählst du es nicht. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst vor der Wahrheit irgendwo. Der wird dir nichts anderes erzählen, wahrscheinlich auch als was ich dir gesagt habe. Ja, klar, mit Sicherheit. Also die Konstellationen sind doch ganz gut. Eventuell gehst du woanders hin zum Studium. Du bist in einer Therapie. Jetzt bitte ich dich wirklich, als nächsten Schritt es zumindest in der Therapie zu thematisieren. Ich glaube, das ist auch gut für dich, dass du das immer und immer wieder jetzt besprichst mit einer neutralen Person, um dich aus deinem Wolkenkuckucksheim da rauszuholen. Ja. So, Silke, mehr weiß ich nicht zu sagen dazu. Ja, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deinen Ratschlag, und du bist doch der einzige Außenseiter jetzt, dem ich das wirklich erzählt habe. Ja, und ich möchte halt jetzt auch da ausbrechen, weil jetzt wahrscheinlich dieses Studium bevorsteht, falls ich einen Platz bekomme, und den ersten Schritt gehen. Ja. Mach es. Und wenn du Angst hast, das nicht zu schaffen, sprich es wirklich in deiner Therapie an. Das kann nur gut sein für dich. Ja. Ich biete dir dann kein Gespräch mit meiner Psychologin an, oder möchtest du es auch noch? Können wir gerne machen, wenn du möchtest. Ja, eine zweite Meinung wäre nicht schlecht. So, genau, gute Einstellung. Ja. Genau, machen wir es so. Silke, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Ja, könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, dann sagst du der Sabine, meiner Psychologin, deine Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. So, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema: Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Ist euch das in eurem Leben schon passiert, dass ein Tier vom Insekt bis zum Kampfhund oder vielleicht sogar zu einem Raubtier euch großes Unglück gebracht habt? Wart ihr mal Opfer eines Tieres, oder hat ein Tier in eurer unmittelbaren Umgebung, vielleicht bei euren Freunden oder Kindern, schlimmes Unheil angerichtet? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch per Mail oder morgen eine Stunde vor der Sendung. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, und die Sendung beginnt ja wie immer um 1 Uhr. So, hier ist Carmen. Carmen ist 25. Guten Morgen. Hallo, ja, Carmen. Hallo, Carmen. Was ist dein Thema, Carmen? Ja, mein Thema ist, ich bin verheiratet, habe Liebhaber. Ich bin verheiratet, habe Liebhaber. Ja. Wie lange bist du verheiratet? 5 Jahre. Kinder? Ja. Wie viel? Eins. Ein Kind. Ja. Und den Liebhaber, wie lange hast du den schon? 2 Monate. Wie? 2 Monate. 2 Monate. Warum hast du einen Liebhaber? Bist du unzufrieden in deiner Ehe? Ja. Warum? Was fehlt da? Ja.
so. Im Sexuellen vielleicht? Ja. Ja? Mhm. Ja. Also, das ist nicht mehr so dolle bei euch zu Hause. Das ist, ja. Ja, eingeschlafen? Ja, gegenüber? Ist eingeschlafen seit der Geburt von unserem Kind, ja. Ach so, wie alt ist das Kind? 2 Jahre. 2 Jahre. Und da kannst du es festmachen, an dem Datum quasi. Ja, so ungefähr. Vorher war es okay alles und... Richtig. Richtig, und danach war es irgendwie... Liegt es, dass du kein Interesse an deinem Mann mehr hast? Oder liegt es daran, dass der Mann mit dir keinen... Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass mein Mann noch Interesse an mir hat, aber... Ach, du nicht mehr an ihm so? Ich weiß es nicht. Aber du hast Interesse an einem anderen Mann? Ja. Ja, Moment, du musst doch wissen, ob du scharf auf deinen Mann bist. Das musst du doch wissen. Also, ich liebe ihn. Okay, lieben und scharf sein, das ist noch was anderes. Ja. Begehrst du? Hast du einfach Bock, mit dem mal so richtig schmutzigen Sex wieder zu machen? Ja, aber? Es hapert immer an diversen Kleinigkeiten. Zum Beispiel? Zeit. Er ist selten da. Ja, gut, komm, erzähl mir nichts. Wenn man Bock auf Sex hat, dann findet man auch Zeit. Ja, grundsätzlich nie dann, wenn ich Lust habe. Mhm. Kann es sein, dass er auch nicht mehr so Lust hat? Doch schon. Aber er gibt dann sehr schnell auf. Und war das vor der Geburt des Kindes anders? Ja. Also, verstehe ich, das ist richtig, dass die Geburt des Kindes bei euch beiden vielleicht irgendwas durcheinander gebracht hat? Dass du nicht mehr so richtig auf deinen Mann eventuell und er auch nicht mehr so richtig auf dich, oder? Nee. Wo liegt's denn, an wem liegt es denn hauptsächlich? Ich denke mal eher an mir. An dir, also dann doch nicht so doll auf ihn mehr. Mhm. So, was ist das jetzt mit dem neuen Liebhaber? 2 Monate, sagst du? Mhm. Wo hast du den kennengelernt? In der Disco, über ein paar Freunde. Du warst da alleine aus und... Ja, was und ich mir auch momentan gönne. Bitte? Was ich mir auch momentan gönne. Ja, ist ja okay. Ja. Und wie oft trefft ihr euch? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Geht's dann immer gleich zur Sache? Nein. Wie oft habt ihr schon miteinander geschlafen? Oh. Naja, so viel drauf kann es dann ja nicht sein. Ja, circa achtmal. Und wie hast du das empfunden? Erzähl mal. Feuerwerk. Feuerwerk? Also, das klingt gut. Also richtig, es ging die Post ab. Ja. Und es macht dir Spaß? Es macht mir Spaß. Und du hast viel die Gedanken im Kopf, wenn du ihn nicht siehst, wie es dann wieder ist, wenn ihr euch seht? Richtig. Hm. Heißt Liebhaber nur Sex oder bist du auch ein bisschen verliebt in ihn? Ich versuche das eigentlich auszuklammern. Ja, das sagt so der Kopf. Und was sagt das Herz? Das sagt Vorsicht. Das Herz sagt Vorsicht, das heißt, es könnte passieren. Ja. Und wie sind die Gefühle zu deinem Mann? Ich liebe ihn. Mhm. Wie gesagt. Möchte eigentlich mit ihm alt werden. Mhm. Das ist auch wahrscheinlich, was ich mir mit meinem Liebhaber nicht vorstellen könnte. Mhm. Wie alt ist denn der Liebhaber? Genauso alt wie mein Mann. Und wie alt ist der Mann? 38. 38. Mhm. Was für ein Zufall. Beide Männer sind 38. Ja, jetzt ist natürlich eine ganz wichtige Frage, was ist da mit oder bei der durch die Geburt passiert in eurer Ehe? Was ist da passiert? Wie ist denn so der Umgang? Seid ihr zärtlich? Kuschelt ihr? Küsschen und sowas? Gibt's das noch oder auch nicht? Selten. Selten? Auch das nicht? Und streitet... Wir haben ja auch unwahrscheinlich lange Gespräche geführt und... Ach, das heißt, ihr habt darüber schon viel gesprochen? Ja, aber wie gesagt, das hat seit der Geburt unseres Kindes sowas von abgenommen. Ach, ihr habt auch seit der Geburt redet ihr gar nicht mehr so viel miteinander? Ja. Ach so. Also seit der Geburt klappt das mit dem Sex nicht und ihr redet auch gar nicht mehr miteinander groß. Richtig. Wie ist es im Alltag? Nervt ihr euch bisweilen auch an? Und momentan bin ich froh, wenn ich alleine bin. Ach so. Das klingt aber alles auf Distanz. Es klingt nicht so gut. Du sagst zwar, ich liebe ihn noch, aber es klingt alles nach Problemen. Mhm. Du bist froh, wenn du alleine bist. Es gibt keine Zärtlichkeiten mehr. Es gibt keinen Sex mehr. Was ist denn noch schön an eurer Beziehung? Momentan nichts mehr. Ist ein hartes Wort, kaum. Finde ich ein hartes Wort.
Also ich werf es dir nicht vor, aber ich stelle es nur mal so fest, dass der Zustand der Ehe dann sehr, sehr gefährdet ist, glaube ich. Ich meine, das ist ja keine Lösung, wenn du dir jetzt einen Lover suchst. Nee. Das ist keine Lösung. Und wenn dieses unter Umständen dann rauskommt, irgendwie über kurz oder lang, ist natürlich die Katastrophe vorprogrammiert. Ja, rauskommen wird es nicht. Ja, sagt man immer und man hat ja schon alles Mögliche gehört. Aber es geht ja auch gar nicht darum, ob es rauskommt, sondern es geht darum, dass das kein guter Weg ist. Es ist kein guter Weg für dich, weil du auch innerlich nicht gut dastehst. Du gehst deinem Mann fremd, du lässt die ganzen Eheprobleme so vor sich hin brodeln und suchst deinen Ausweg eben in dieser Affäre. Das ist es nicht. Weißt du, was nötig wäre? Eure Ehe muss radikal auf den Tisch, was da los ist. Ich garantiere dir, wenn wir zum Beispiel jetzt zu dritt in aller Ruhe sprechen könnten, da käme ganz, ganz viel zutage, woran es mangelt und scheitert. Alles hat seine Gründe. Es passiert nichts einfach so. Die meisten trauen sich natürlich in Beziehungen das nicht auszusprechen, aus Scham, aus Furcht, aus Rücksichtnahme oder weiß ich was. Ist dein Mann ein Typ, der mit zu einer Eheberatung ginge? Nein. Definitiv nicht? Nein. Dafür kenne ich ihn zu gut. Und wenn du sagst, ich bin unzufrieden, es muss etwas passieren, ich habe Angst um unsere Ehe, lass uns zu einem Fachmann gehen. Ich habe schon so oft mit ganzen Zäunen zugeschlagen, nicht nur mit Zaunslatten, also ich glaube, das merkt er nicht. Nee. Hast du denn so klar schon mal ausgesprochen, ich fühle mich in unserer Ehe nicht mehr wohl? Hast ja. Diesen Satz hast du gesagt? Ja, nicht so ähnlich, ja. Und dann, was sagt er dann darauf? Schweigen. Das ist bitter. Das ist hart. Nur schweigen. Mein Mann ist, muss ich dazu sagen, ist kein emotionaler Mensch. Mhm. Nicht wirklich. Also. Wenn du sagen würdest, ich habe Angst, dass unsere Ehe kaputt geht. Ich habe seit der Geburt unseres Kindes 6-mal angedroht, dass wir uns trennen. Und dann sagt er auch nichts? Nicht wirklich. Mhm. Und wenn du gehen würdest, was wäre dann? Dann müsste ich es machen. Dann müsstest du es machen. Wie würde er denn darauf reagieren? Würde er das auch so hinnehmen? Hinnehmen würde er es nicht, nee, auf keinen Fall. Was würde er denn dann tun, deiner ja, voraussichtlichen Meinung nach? Er würde alles tun, dass es mir gut geht, aber ich denke mal, er würde gute Mimen zum bösen Spiel machen und das macht mir Angst. Er würde alles tun, dass es dir gut geht. Was heißt das, wenn du sagst, ich gehe? Wie würde er denn dann sein Verhalten ändern? Er wird es nicht ändern. Er wird dann einfach sagen, okay, ich packe mit dir die Umzugskartons. Ach so. Das heißt, der wird dich gehen lassen, wäre dir noch behilflich dabei. Würde mich unterstützen, ja. Ist auch schlimm, finde ich, Karin. Wenn du so eine Einschätzung von ihm hast. Das heißt, der Kerl bemüht sich ja überhaupt gar nicht. Der lässt ja alles irgendwie. Grundsätzlich nie eifersüchtig. Der lässt, würde alles so laufen lassen irgendwie. Ja. Ist keine Lebensgrundlage, finde ich. Nee. Ist keine Grundlage, dass du deine nächsten 25 Jahre so verbringst. Wenn er nicht mitgeht, geh alleine zu einer Eheberatung. Finde ich immer eine ganz gute Lösung, wenn ein Partner nicht gehen will. Das ist möglich, das kann man machen. Dann hast du zumindest schon mal wieder, da hast du einen Menschen, so wie wir beide jetzt reden, mit dem du auch da über all die ganze Problematik sprechen kannst. Vielleicht kommt dann auch doch was in die Gänge, vielleicht kommt bei dir auch was in die Gänge, vielleicht sogar die Entscheidung zu sagen, ich gehe wirklich. So wie du es jetzt schilderst, finde ich das so schlimm, dass ich fast sage, es wird darauf hinauslaufen, dass du gehen musst. Da ist ja kein Ja, momentan wege ich eigentlich immer ab. Ja, aber also dieses, was hast du jetzt und was passiert dann? Ja, aber was hast du jetzt? Das ist doch alles Frust und Lüge im Moment hast du. Ja, Frust und Lüge. Ich bin sowieso die meiste Zeit allein davon abgesehen. Das auch noch. Pass mal auf, Karin. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin sprichst.
Das heißt, du kriegst von uns eine Eheberatungsstelle an die Hand, da kannst du entscheiden, ob du das möchtest. Du kriegst jetzt noch eine andere Meinung von oder eine Bestätigung dessen, was ich gesagt habe, wir werden sehen, von meiner Psychologin. Und du kannst auch nochmal in Ruhe mit ihr auch nochmal darüber beraten und sprechen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Melanie ist hier. Melanie ist 22. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Melanie. Weswegen rufst du mich an? Ja, mein Problem ist Emetophobie. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Ja, ich weiß selbst erst seit kurzem, dass es so heißt. Wie heißt das? Enito? Emetophobie. Enito? Emetophobie. Ja, und was ist es? Und zwar, das ist die ständige Angst, sich übergeben zu müssen. Ach so. Ach so. Die ständige Angst oder das ständige Gefühl, sich übergeben zu müssen? Das ist relativ kompliziert. Also, ich sag mal so, wenn mir schlecht wird, dann habe ich sofort Angst, mich übergeben zu müssen. Wenn ich auch nur irgendwelche leisesten Zeichen meines Körpers verspüre, habe ich Angst, dass ich brechen muss. Wenn mir schwindelig wird, wenn der Magen mal zwackt oder irgendwie so. Ja, aber in der Regel steht man ja selten davor, dass man das Gefühl hat, es wird einem schlecht oder es wird einem schwindelig. Hast du oft das Gefühl, dass dir schwindelig wird oder dass dir schlecht wird? Ja, das Problem, was dazu kommt, ist, dass ich halt einen Stressmagen habe. Also das Ganze ist eigentlich wie ein Kreislauf. Also wenn mich irgendetwas aufregt oder psychisch belastet oder wie auch immer, dann habe ich sowieso generell sehr starke Magenprobleme. Mhm. Also Magenschleimhautentzündung und zu viel Magensäure und das ganze Krams. Mhm. Und mhm. Das ist natürlich ein Kreislauf. Auf der anderen Seite ist es schon so weit mittlerweile, dass ich ständig denke, ich könnte mich ja übergeben müssen, auch wenn mir gar nicht schlecht ist. Also, und das schränkt einen wirklich extrem ein. Mhm. Das heißt, das ist so eine Spirale, die immer enger wird. Genau so ist es. Ja. Wie lange plagt dich das jetzt schon? Also ich weiß, wie gesagt, dass seit kurzem, dass das so heißt. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie ein Problem, was nur ich mit mir rumschleppe. Mhm. Ich habe das im Internet gefunden. Mhm. Ich hatte so eine Phase, sage ich mal, schon mal so zwischen ja so 12, 13, 14 so den Dreh rum. Mhm. Und jetzt seit 2, 3 Jahren ist es wiedergekommen. Also es war dann eine Zeit lang quasi weg. Ja. Und jetzt in den letzten Monaten wird es halt immer extremer. Und stelle ich mir im Alltag auch sehr nervig und schwierig vor. Was machst du im Alltag? Was arbeitest du? Das ist richtig scheiße. Also ich habe 2 Ausbildungen abgebrochen. Mhm. Versuche jetzt auf dem 2. Bildungsweg mein Abitur nachzumachen. Ja. Und es ist einfach momentan, es wird immer weniger möglich. Also man isoliert sich immer mehr. Also aufgrund der Angst, dich übergeben zu müssen. Ja. Also hast du dich denn auch schon mal übergeben? Ja, ich glaube, jeder hat sich schon mal übergeben. Ja, aber ausgrund dieser Angst heraus, meine ich. Nein. Also wann hast du dich das letzte Mal übergeben? Wie oft ist es passiert? Gut, jeder hat es mal gemacht, klar. Das letzte Mal vor ungefähr 2 Jahren. Ah ja, also irgendwie. Also relativ selten, ja. Und ich weiß es nicht. Ich habe schon als Kind immer wahnsinnige Angst davor gehabt, das weiß ich wohl. Da gab es auch so 2-mal ein Erlebnis aus der Kindheit. Ich denke, dass das damit irgendwie zusammenhängen könnte. Und zwar hatte ich da dieses sogenannte Acetonerbrechen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, du bist sehr informiert. Ich höre schon. Ja. Acetonerbrechen. Acetonerbrechen, ja. Das bekommen eigentlich nur Kinder. Das ist wirklich ein Brechreiz, der nicht aufhört über 1 oder 2 Tage, dass man wirklich, wirklich die Galle aus dem Leib kotzt, sozusagen. Und ansonsten halt ich, nicht. Ne? Melanie, jetzt läuft gerade meine Schlussmusik schon. Ich würde dir ganz schnell jetzt noch gerne was anbieten. Wärst du interessiert, an Leuten, die eine ähnliche Erkrankung haben, mit denen Kontakt aufzunehmen? Ja, gerne, weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich dagegen tun soll. Du hast es grob beschrieben, um was es geht. Sagst du nochmal den Namen dieser Erkrankung? Emetophobie. So, wer an dieser Erkrankung leidet oder mal gelitten hat und gerne Kontakt mit Melanie möchte, dann mailt uns doch bitte. Wir reichen das an Melanie weiter und dann kannst du, Melanie, nämlich einen Informationsaustausch mit den anderen Betroffenen betreiben. Das ist vielleicht das Hilfreichste, was wir dir anbieten können. Mhm. Also bitte mailen an domian@wdr.de, Stichwort Melanie. Und alles, was kommt, Melanie, geben wir dir, ist klar, ne? Also alles Interessante natürlich. Ja. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt von dir. Ja, und kann wir ich auch melden mal mit deiner Psychologin sprechen? Ja, aber ich wollte gerade sagen, wir melden uns eh gleich nochmal bei dir. Okay. Okay, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik heute Nacht war Gunnel Blendin und morgen heißt unser Thema ein Tier
hat mir großes Unglück gebracht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 Uhr sind wir hier, Radio 1.